Hallo ihr Lieben, willkommen zu unserem neuen Video. Das Ganze entsteht gerade ultra spontan. Ich habe mich gerade geschminkt und ich dachte mir so, du kannst ja auch mal so ein Schmink-Make-up, was auch immer, Video drehen, auch wenn ich da, ich sag mal so, nur professionell bin. Ich mache einfach nur mein Ding und kann wahrscheinlich die Hälfte nicht mal richtig erklären, was ich da mache. Aber ich mache es halt einfach ab und zu, weil es mir halt einfach Spaß macht und ja, ich mich gerne mal schminke, im Alltag aktuell nicht immer dazu komme, was natürlich aber auch nicht schlimm ist. Und jetzt gerade, wo ich zu Hause bin, eben weil ja alles geschlossen ist wegen Corona, inklusive Uni und Kindergarten. Und ich sag mal so, ich in der Zeit, wo der Kleine schläft, seinen Mittagsschlaf macht, auch immer Zeit habe, so 1,5 bis 2,5 Stunden ein Video zu drehen, dachte ich mir, kann ich eigentlich auch mal ein Schminkvideo drehen. So, jetzt bin ich gerade einmal fertig gemacht, deswegen werde ich das wahrscheinlich morgen oder übermorgen machen. Also mein Schminkzeug und so ist hier drin, da sind auch noch so Haarspangen und Zopfgummi, dann hier noch Abschminktücher. Und hier ist so mein ganzes Nagellackzeug und ja, noch ein paar Lippenstifte, die hatte ich rausgesucht für Fasching, weil ich da den Karl, habe ich eben einen roten Punkt auf die Nase gemacht. So, und hier oben ist schon wieder ganz anderes Zeug. Auf jeden Fall habe ich mir das hier alles mal halbwegs schön hergerichtet gehabt und hatte mir dann auch extra hier für das Schlafzimmer so einen goldenen Schminkspiegel gekauft, den ich aber mittlerweile im Bus verbaut habe. Da ich mich jetzt eh eigentlich nur noch im Bad schminke, weil ich ja drüben keinen Spiegel mehr habe, dachte ich mir, dass ich mir mal so mein Schminkzeug des alltäglichen Bedarfs hier ins Bad räume. Und mir ist eingefallen, ich habe neulich hier beim Hin- und Herräumen entdeckt, dass hier eigentlich Platz ist. Beziehungsweise ich schaffe einfach Platz dafür. Dann haben wir hier diese coolen Organizer-Dinger da aus Bambus, passend zum Bambusregal und alles. Und genau, ich habe jetzt hier, ist noch so ein bisschen Badezeug drin, aber halt nicht mehr viel. Und deswegen dachte ich mir, räume ich mal das hier aus, packe das bisschen Badezeug noch in den Waschbecken-Unterschrank. Und hier, das ist so ein Lockenteil, das wollte ich auch mal ausprobieren. Und dann ist hier noch ein bisschen Zeug, ne? Das kann hier unten mit rein. Da sind nämlich eigentlich meiner Meinung nach nur richtig Rasierklingen. Und dann kann hier oben und hier unten mein Schminkzeug des alltäglichen Bedarfs rein, sodass ich es immer hier griffbereit habe. Und ich glaube, das werde ich jetzt mal angehen und dann nehme ich euch jetzt auch mit, mache einen kleinen Zeitraffer und dann gibt es bald, morgen, wann auch immer, mal so mein tägliches oder Alltags-Make-up, auch wenn ich es nicht täglich trage. Und ich kann euch auch gerne mal zeigen, was ich so überhaupt besitze an Schminkzeug. Ist nämlich nicht allzu viel. So, wie ihr gesehen habt, ich bin fertig und es war gar nicht so viel und ich sehe es jetzt hier vor mir ausgebreitet und das ist wirklich nicht viel. Ich muss dazu sagen, ich habe vor gar nicht allzu langer Zeit mal alles aussortiert, ganz viel weggeschmissen, was alt war, was ich nicht benutzt habe oder was ich mittlerweile nicht mehr benutze. Und ich hätte tatsächlich mal Bock auf so einen richtig fetten DM-Einkauf, um wieder ein paar Sachen mir zu kaufen, die ich halt weggetan habe, weil sie halt alt waren, die ich jetzt seitdem halt eben nicht benutze, weil ich sie nicht da habe und so. Allerdings muss ich mir da, glaube ich, mal ein anderes Zeitalter, eine andere Zeit dazu suchen. Nicht, wenn jetzt gerade hier Corona abgeht und die ganzen Leute da Toilettenpapier und was weiß ich nicht, alles hamstern. Also da muss ich mir wirklich, glaube ich, mal ein gesünderes Zeitalter suchen. Wo dann nicht auch noch gleich Ausgangssperren verhängt werden. Genau, ich zeige euch jetzt eben alles. Ist wie gesagt wirklich sehr wenig. Und ich präsentiere jetzt hier, sind übrigens jetzt Zopfgummis, habe ich nochmal aussortiert und hier ist jetzt halt so der ganze restliche Kram drin. So, und ich nehme das hier eben mal ab. Zeige euch erstmal das untere. Also, hier vorne sind so Puder und Zeugs, was ich relativ, ja, verhältnismäßig häufig verwende, deswegen ist hier vorne. Ich habe hier noch eine Gesichtsmaske gefunden. Dann ist hier vorne das, was ich eigentlich fast immer benutze, also speziell mein Eyeliner. Dann hier
ist noch eine Wimperntusche, die habe ich geschenkt bekommen. Also ist so eine Probe, die verwende ich auch ab und zu mal. Dann sind hier vorne so meine zwei, meine favorisierten, wie nennt man das? Lipglosse, was auch immer. Der eine hier ist matt und der ist so halb matt. Genau, dann habe ich hier meine Wimperntusche. Kann ich euch auch, wenn ich meine Wimpern mache, mal zeigen, was das für eine Bürste hat, weil das ist mir halt sehr wichtig, die entsprechende Bürste. Dann habe ich hier noch so einen Superliner oder wie der sich nennt. Wie nennt der sich? Ja, Superliner. Den habe ich auf dem Schiff gekauft, im zollfreien Shop. Und dann die zwei Produkte hier sind auch Proben, die ich geschenkt bekommen habe. Das linke hier ist für die Augenbrauen. Das finde ich eigentlich echt cool. Das benutze ich auch. So, hier hinten haben wir dann so Rouge. Den benutze ich ab und zu. Deswegen steht der nicht ganz hinten. Und hier hinten ist so Lidschatten. Das ist absolut aktuell gar nicht so mein Ding, aber es sind auf jeden Fall meine Farben. Und hier sind dann so Lippenstifte und ein Make-up. Die Lippenstifte, benutze ich sehr, sehr selten. Genau. Und dann haben wir hier oben noch, ich setze das hier wieder drauf, das finde ich eigentlich echt cool, so mit diesem Organizer-Ding hier. Das ist übrigens alles, also das hier und so und auch der Kaktus ist von Ikea, verlinke ich euch unten drunter, wenn ich dran denke. Dann haben wir hier meine zwei Pinsel, also der hier ist für mein normales Puder und der hier sieht der für Rouge. Die sind beide von Primark und die sind einfach so ultra, ultra weich, das ist, weiß ich nicht, wie so ein Tierchen. Genau, dann habe ich hier alles so an, ich sag mal, Stiften und sowas. Bis auf den hier, das ist auch wie dieser Superliner, da ist bloß die ganze Schrift schon abgegangen. Der kann bloß nicht stehen, der ist auf keiner Seite rund, deswegen musste ich den mit hinlegen. Genau, also hier so Augenbrauen, Lipliner und Kajal. Genau, dann haben wir hier natürlich noch den entsprechenden Spitze. Und das ist der Kajal, den ich aktuell verwende. Hier steht der Eyeliner drauf, schön. Augenkonturenstift, was auch immer. Und das hier ist noch mein Rougepinsel, den ich halt vorher hatte. Der ist natürlich nicht ganz so weich, aber der ist trotzdem cool und der liegt jetzt auch einfach erstmal hier oben. Das ist so mein kleines, aber feines Alltags-Make-up-Equipment, sage ich mal. So, und dann geht es für euch jetzt direkt weiter im zweiten Teil des Videos. Und zwar schminke ich mich da einmal nochmal komplett und zeige euch das dann auch. Und abschminken tue ich mich mit normalen Abschminktüchern. Ich habe jetzt die vom Lidl. Normalerweise hatte ich die von BB. Da stand da irgendwas mit 5 in 1, 3 in 1, was auch immer drauf. Keine Ahnung. Aber die billigen tun es auch. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt noch viel Spaß mit dem zweiten Teil. Einen wunderschönen guten Mittag. Boah, ich sehe schon wieder aus. Also, neuer Tag. Gestern habe ich da hinten mein ganzes Schminkzeug einsortiert. Und jetzt nehme ich euch mit, wie ich mich schminke. Und zuerst allerdings blende ich euch jetzt einen Zeitraffer von gestern Abend ein vom Abschminken. Bevor ich mich schminke, mache ich eigentlich auch immer meine Haare. Boah, ohne Witz, die Haare sind relativ frisch gewaschen. Also nicht gestern, sondern ich glaube vorgestern. Die sind noch so, die haben so ein Eigenleben, die sind so glatt. Also die im Zopf und so, das ist, ich sag mal, echt schwer, die irgendwie gebändig zu kriegen. Genau, dann startet jetzt erstmal ein Zeitraffer vom Haare machen und dann nehme ich euch Schritt für Schritt bei meinem normalen Schminkdings, was auch immer, Routine, wie man das auch immer nennen mag, mit. Bin ich fertig und ich zeige euch jetzt, was ich für ein Haaröl und Haarspray benutze. Also als Haaröl habe ich einmal hier von Garnier Wahre Schätze. Das habe ich schon sehr lange und das ist sehr, sehr ergiebig. Da verwende ich das vom Lidl. Es ist das billigste, also das billigste aus dem Lidl, ne? Dort gibt es zwar noch Taft oder sowas, keine Ahnung, aber ich bin damit halt einfach so zufrieden und wüsste jetzt auch nicht, warum ich dann mir einen teuren Haarspray oder
teures Haarspray kaufen sollte. Das ist jetzt Stärke 4. Ich habe auch mal die 3 benutzt. Genau, aber ja, bin damit super zufrieden. Und es riecht gut, das ist auch voll wichtig. Also viele Haarsprays, die stinken einfach nur ultrachemisch und das riecht wirklich gut. So, dann sind die Haare fertig und jetzt geht's an das Gesicht. Ich habe tatsächlich gestern Abend noch bei dem im Online-Shop mir ein paar Sachen ausgesucht. Ich habe mir gestern ganz viele Sachen noch in den Warenkorb gepackt. Das heißt ganz viele, ich bin jetzt bei 30 Euro oder so, aber das hat auch Make-up und so eine Basis. Also einfach eine Basis, um erstmal grundlegend da dein Gesicht auf das Make-up vorzubereiten und so ein Scheiß. Wie gesagt, ich habe überhaupt keine Ahnung. Also ich bin da absolut nicht fachlich irgendwie krass da drauf oder so. Aber ich mache halt einfach nur das, was ich kann und was mir gefällt. Ich starte mit Puder und das benutze ich jetzt eigentlich aktuell eigentlich nur so auf der Stirn vorwiegend. Meine Haut war gestern noch sehr unrein, heute geht es tatsächlich. Und das ist Puder hell, da ich ja jetzt noch keinen, wie nennt man das denn, so ein Zeug, was man da, so eine Grundierung oder sowas habe, benutze ich dafür Creme und zwar ganz dünn diese Kaufmannshaut- und Kindercreme. Wie gesagt, nur ganz dünn. Ich versuche jetzt, dass ich mich hier im Spiegel sehe und trotzdem noch in der Kamera sichtbar bin. Okay, ich habe gerade entdeckt, dass hier unten so ein Schwamm drin ist. Das wusste ich gar nicht mehr. Ich habe das ewig nicht benutzt. Ich habe also heute verwende ich von hier Manhattan das, die Farbe 0 transparent. Aber ihr seht selbst, das hat einen kleinen Hautton. Ich habe noch ganz weiße Puder. Heißt das so? Ist das der Plural? Auf jeden Fall habe ich noch ein paar ganz weiße, die, wo ich ewig danach gesucht habe, die eigentlich nur zum Mattieren gedacht sind, aber die habe ich sonst auch aufs ganze Gesicht gemacht. Ich bin ja eh sehr, sehr bleich, deswegen brauche ich immer die hellste oder eine Stufe noch heller als das hellste. Genau, ich verwende jetzt das und mein Pinsel, das ist, habe ich ja schon gezeigt, der ist von Primark, der ist echt ultra weich und ich finde ihn total niedlich. Ich habe ja gesagt, hauptsächlich auf der Stirn. Ich habe ja nur auf der Stirn diese Creme drunter gemacht und den Rest vom Gesicht habe ich jetzt einfach so gepudert, dass es ja, zur Mattierung, also und damit die Stirn jetzt nicht ganz so krass anders aussieht. So, für die Augen habe ich hier einmal meinen Eyeliner, das ist der von Essence und den habe ich also schon immer, seitdem ich Eyeliner benutze, benutze ich genau diesen. Meine Augen noch, also ich darf die noch nicht ganz aufmachen. Dann nächster Schritt sind meine Wimpern und da verwende ich aktuell auch von Manhattan diese Mascara und ich muss sagen, also dadurch, dass immer wieder neue Sachen auf den Markt gebracht werden, verwende ich halt, also immer wenn eine alle ist, ist die, die ich da halt hatte. Wenn ich dann eine neue kaufe, ist die alte nicht mehr da, also da gibt es dann schon wieder 10 neue, was auch immer. Und mir ist es halt einfach nur wichtig, so eine Bürste zu haben, also mit solchen feinen, das wird nichts mit dem Scharfstellen, also mit solchen feinen, ganz dünnen, so wie Gummiborsten oder was das hier ist. Also hier steht mit Nylonfasern, keine Ahnung. So, erste Portion Wimperntusche ist drauf, sieht man jetzt noch nicht so viel von. Und dann gibt es unter die Augen einen Strich.
Wattestrich. Der ist jetzt von P2. Ich weiß nicht, warum ich den gekauft habe. Also warum ich den von P2 gerade genommen habe. Aber ja, der ist noch sehr groß. Also ich habe davon noch nicht allzu viel verwendet. Ich bin sehr zufrieden damit. Ah ja, was ich gestern gemacht habe, das kann ich euch auch mal zeigen. Das mache ich jetzt auch. Ich habe nämlich nur hier so einen kleinen Strich gemacht. Und das fand ich gestern eigentlich echt schön. Also Wimpern Teil 2 sozusagen. So, Wimpern sind fertig. Und jetzt gibt es noch ein ganz kleines bisschen Farbe auf die Augenbrauen, weil die, ja, ich finde die einfach ein bisschen nicht zu 1 Milliarde Prozent meinen Vorstellungen entsprechend von der, wie nennt man das? Von der Dichtheit. Die sind relativ dünn gerade, finde ich. Weiß auch nicht, woran das liegt. Und da habe ich hier auch eine Probe. Ich habe mir sowas noch nie vorher gekauft, Augenbrauen-Mascara sozusagen. Ich benutze es auch erst, seit ich halt dieses Ding hier habe. Das ist so süß. So. Und dann geht es nur noch an die Lippen und dann bin ich auch fertig. Und da verwende ich heute im Gegensatz zu gestern meinen matten, was ist das? Ja, Liquid Lip Color, also hoch, so rum, auch von Manhattan. Ich habe wahrscheinlich einfach so zufällig ganz viel von Manhattan, weil ich kaufe halt einfach immer, also ich gehe da so lang und wenn ich eine bestimmte Farbe oder eine bestimmte Art und Weise sehe, was mir gefällt, nehme ich das. Und dann ist mir egal, was da oben steht, klar. Manche Sachen sind sehr preisintensiv, aber wenn es mir gefällt, das ist die Nummer 210. Und gestern hatte ich die mittelmäßig halbwegs nicht so ganz matte Variante davon. Kann ich euch aber holen zum Vergleich. Der ist tatsächlich auch ein bisschen mehr rosa, der ist mehr orange, aber ich finde die sehr, sehr ähnlich. Und das ist halt auch die 215, ne? Also da wisst ihr auch, wie nahe die Farbtöne beieinander liegen. Und der ist halt nicht matt, sondern so, naja, Satin oder was auch immer. Aber der ist tatsächlich erst am Ende des Tages ganz kussecht, sage ich mal. Also der ist nicht so gut von der Haltbarkeit auf den Lippen. Seht ihr das? Die untere Lippe ist ja jetzt angemalt und es ist sehr, sehr ähnlich zu meinem natürlichen Lippenton, finde ich. Aktuell stehe ich da sehr auf Natürlichkeit, aber trotzdem, dass man halt sieht, dass es sehr gleichmäßig ist von der Farbe. Also die natürliche Lippe, seht ihr bei der Oberlippe, die ist von der Farbe ja nicht 100% gleichmäßig. Und das ist mir schon wichtig, aber soll trotzdem noch natürlich aussehen. Und damit, ich zeige euch das jetzt nochmal im hellen, also im richtigen Tageslicht. So. Und damit ist mein Look auch fertig. Das ist jetzt mein Alltagslook und ja, geht eigentlich auch recht schnell. Ich benutze manchmal noch ein bisschen Rouge, aber eigentlich auch eher ist es die Ausnahme so. Genau, und das ist jetzt so mein Look. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, ihr habt was gelernt, ihr wurdet inspiriert oder was auch immer. Und reicht auch, wenn ihr einfach nur unterhalten wurdet, ne? Ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. So, ihr Lieben, es ist jetzt einen Tag später und es gibt nochmal ein kleines Update. Und zwar seht ihr ja hier diesen coolen Organizer, den ich jetzt ziemlich wild hier bestückt habe. Und dafür habe ich meine ganze Ordnung nochmal durcheinander geworfen. Ich bin mir auch noch nicht sicher, ob ich das zu 100% jetzt so lasse. Ich habe erstmal alles, was ging, hier reingesteckt. Und hier oben sind die paar Sachen, Stift, auch der kleine zum Beispiel. Der würde da, glaube ich, den würde ich nie wieder rauskriegen, wenn ich den da einmal reingeworfen hätte. Auf jeden Fall alles Übrige. Und die hier standen erst hier vorne, die passen jetzt nicht mehr daneben. Ich kann das Ding auch nochmal rausnehmen und euch nochmal schön so präsentieren. Das ist eigentlich wahrscheinlich außen für Lippenstifte und innen halt ja so gedacht, wie ich es eigentlich auch nutze für Kajal, Augenbrauen, Stift, was auch immer. Ich finde das total schön. Das ist so Roségold und es ist von DM. Es hat, glaube ich, 3 Euro irgendwas gekostet.
Genau, und ich habe den Pinsel da jetzt auch noch mit reingesteckt. Auf jeden Fall steht das jetzt alles zumindest erstmal in sich ein bisschen sicherer und fester. Ihr seht aber auch hier hinten ist schon wieder alles umgefallen. Ich habe vorhin sehr, ja, kurzfristig alles umgeräumt, aber das ist jetzt so nochmal der aktuelle Stand. Und die Waschlappen muss ich mal rollen. Die sind bei uns sonst immer hier gerollt drin. Das sieht sonst eigentlich richtig cool aus. Genau, bevor ich das Thumbnail aufnehme, werde ich die Waschlappen noch rollen und dann mache ich hier mal ein schönes Foto. Und jetzt beende ich das Video aber wirklich.